The Final Countdown. Yogi und meine Wenigkeit haben noch Nintendo auf dem Plan. Das ist relativ frisch, weil das erst jetzt am heutigen Tag stattfand. Und es war auch wesentlich kürzer, wobei Nintendo das ja gerade live sogar noch in die Länge zieht mit ihrem komischen Treehouse-Event. Aber wir sprechen jetzt über die Nintendo Direct. Hallo, Herr Yogi, sind Sie anwesend? Ich bin volle Kanne anwesend. Ja. Ich warte Hast du nur gerade darauf, noch eine dass was SMS kommt. vom Präsidenten bekommen? Das ist richtig. Nein, ich habe was nachgeguckt, was ich gleich noch ansprechen möchte. Ja, auf jeden Fall, es fing an. Wir haben die ersten paar Sekunden verpennt oder so. Keine Ahnung, wir hatten noch Probleme, einen richtigen Stream zu finden. Es fing ja irgendwie an mit irgendwelchen, das hat sich ja über die ganze Direct gezogen, so Robot-Chicken-artige Knetfiguren-Einlagen oder so mit. Das ist richtig. Ja, die waren einfach so ein bisschen lustig. Wir haben aber gar nichts verwendet. Wir haben einfach versucht, über die Wii U den offiziellen Nintendo-Stream zu laden und dabei ist jedes Mal die Wii U abgekackt und hat sich aufgehängt. Ja, müsste man mal dann Habe ich nicht verstanden, über warum. den YouTube-Channel doch gucken können. Ja. Muss man sagen, mit der Wii U sollte man immer YouTube über den Browser starten, nicht die YouTube-App. Ja, aber womit begann es denn dann? Reggie und Iwata kloppten sich so ein bisschen und kloppten sich dann auch tatsächlich im Spiel Super Smash Bros. Für Wii U und 3DS, denn es gab gleich drei neue Charaktere, wenn es auch nicht die waren, die sich die Leute erhofft haben. Was war es nämlich? Das sind einfach die Miis quasi. Die drei neuen Charaktere unterscheiden sich aber so weit, dass das eine halt so ein Faustkämpfer-Mii ist, der zweite ist ein Schwertkämpfer-Mii und der dritte ist ein Cyber-Armkanonen-Mii. Ich denke mal, viele werden direkt die Nase gerümpft haben, so nach dem Motto: Mies sind unbeliebt, Mies sind doof, Mies will keiner, Mies sind hässlich, Mies sind scheiße, aber man muss sich nur mal die Möglichkeiten, die hat Nintendo ja auch schon angedeutet, die haben auch ein paar Promis direkt gezeigt, ich weiß nicht, wen sie da, ich glaube hier Elijah Wood und sowas hatten sie da direkt Elijah Wood, genau, gezeigt. und Ice-T oder, ne, irgendwie so ein Typen Es wird noch ja wie dabei. auf der Wii laufen, damals als die Wii neu war, hat ja auch ungefähr jeder zweite Mensch direkt Hitler gebaut und so wird auch direkt jeder Hitler verprügeln bei Smash Bros. Und Yes. derartige Dinge, ob man dann, was weiß ich, gegen, was weiß ich, Stefan Mr. Raab Bean. oder Mr. Bean oder Mr. T oder Darth Vader kämpft, das ist auf jeden Fall, es bietet auf jeden Fall lustige Möglichkeiten. Obwohl ich Und immer noch dafür bin, dass die mal irgendwann ihre Miis schöner bisschen schöner. gestalten. Ja, ich finde die bei Microsoft Wesentlich auch, besser, ja. sehen noch besser aus. Obwohl man natürlich nicht solche Möglichkeiten hat, das muss man dann intern zugestehen, wenn man sich die Miis anguckt, solche Möglichkeiten hat es bei weitem nicht bei Ja, bei Microsoft, weil die schon Microsoft finde ich es vorgefletschter auch sind. eher cool, nur dass man sich da die ganzen Klamotten kaufen kann, aber dass Naja, man sich da. das findest du cool. Nein, nicht, dass das Geld kostet, aber dass es die Möglichkeiten gibt, da so richtige, dass ich sich meinem. Ach Mein so, Avatar hat ja auch so, personalisieren. ja, mein Okay, Avatar hat ja ja. auch so ein Basketballtrikot und all sowas. Das kostet halt alles Geld. Wie auch immer, das ist nicht das Thema. 3DS. Nein, nein, Wurde nein, wir wenig sind gezeigt, doch die immer noch Super, beim. ja, Super Smash Bros. Für 3DS, will ich gerade sagen. Das Ach so. erscheint. Die verschieben alles mindestens 2 Monate nach hinten. Alles, wo die, alles, alle Release-Daten, die ich im Kopf hatte, musste ich 2 Monate nach hinten korrigieren. Sie hatten doch gesagt, Smash Bros. Für 3DS kommt im Sommer und für die Wii U zu Weihnachten. Jetzt kommt es für 3DS am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit, mitten im Hochsommer. Wii U aber im Weihnachtsgeschäft. Dann gab es noch so ein Kuzzelmuzzle-Video, wo sie alles Mögliche gezeigt haben aus der 3DS-Version. Das war so eine Übersicht halt, Ja. im Sinne von, wir haben da ganz viel Content drin und Und einfach alle diversen Modi völlig ja, ein paar durcheinander, Trophäen, konfus alles gezeigt. durcheinander. War ein netter Überblick, aber ich gebe zu, interessiert mich eh nicht so wichtig, ich will die Wii U-Version hinterspielen. Und die sind ja nicht identisch. Es gab direkt dann eine sehr relevante Neuigkeit, die man aber erwarten konnte. Das war ja schon mehrfach durchgesickert im Internet. Der Name ist allerdings neu. Es heißt Amiibo und ich weiß nicht, was das heißen soll. Amigo hätte ich ja noch verstanden, aber Amiibo ist auf jeden Fall dieses Skylanders Disney Infinity-artige Prinzip mit diesen NFC-Figuren, die für Nintendo jetzt wahrscheinlich die Lizenz zum Gelddrucken darstellen sollen. Haben Also man sie hat so auch. kleine Figuren und aber wie, man hat sich ja gefragt, wie wirkt sich das jetzt auf das Spiel aus und wie wird es sich auswirken? Das haben sie später noch ein bisschen erklärt, genau. Ja, es sind quasi Smash Bros. Pokémon zum Mitnehmen oder Ja, so? Ja, quasi in der irgendwie. Art. Weil man kann ja, das haben sie auch schon vorher schon, das haben sie auf der E3 nicht erklärt, aber das hatten sie vorher schon mal erklärt, dass man ja außerhalb von Turnieren seine Charaktere auch ein bisschen bearbeiten kann, dass man irgendwie Attacken stärker machen kann oder sowas und. Solche Sachen kann man jetzt bei dieser Figur eben speichern. Was aber ein bisschen komisch war,
diese Figur spielt man wohl nicht selber. Das habe ich auch erst nach ein paar Minuten gecheckt. Ja, aber sie lernt wohl, man kann sie dann auch mitnehmen, weil man kann nicht nur diese Figur ins Spiel laden, sondern vom Spiel auch wieder Daten in die Figur laden. Und diese Figur lädt sich dann selber, entwickelt sich quasi, steigt mehr oder weniger im Level. Ich weiß nicht, ob die Erfahrungspunkte bekommt oder sowas. So wird das ablaufen. Und so ihr Kampfstil soll sich dann, je nachdem, wie sie trainiert wird... Man kann mit ihr zusammenkämpfen. Man kann mit ihr zusammentreffen. Auch dagegen. Ja, oder auch gegen ihn. Meinten sie auch, es wäre interessanter, gegen diese NFC-Figur zu kämpfen, als gegen einen Standard-Computer? Kann ich mir auch gut verstehen. Halt einfach im Sinne von, wie du gegen einen Freund spielst und der hat so seine eigenen Schwächen und es ist halt nicht einfach immer so ein Standard-Computer. Und sie haben dann auch mal betont, wenn sich jetzt zwei die gleiche Figur kaufen und dann damit immer spielen, die quasi trainieren, indem sie gegen sie spielen und so, wird es im Endeffekt nicht zweimal die gleiche Figur hinter sein, sondern sich irgendwie individueller anfühlen. Ob das wirklich klappt, weiß ich nicht. Ist vielleicht interessant, vielleicht aber auch nicht. Oh, froh, wenn wir jetzt gleich am Ende sind. Ich bin jetzt schon halb am Abnippeln hier. Es ist ja jetzt auch schon wieder 1 Uhr nachts. Naja. Allerdings danach kam erstmal Smash Bros., kam da später noch was zu. Wir gehen chronologisch vor. Dann gab es ein Spiel, was einen dann erstmal wieder ein bisschen beruhigt hat von dem ganzen Gekloppe. Nämlich Yoshi Yarn war ja der Arbeitstitel. Wie soll man sagen? Es ist ja quasi, es wird ja auch von denselben Leuten gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe, die dieses Kirby Epic Yarn Spiel gemacht haben. Es sieht halt wie aus einem Guss aus, so quasi eine ganze Yoshi-Welt aus Bindfaden, so aus so Strickfaden, so wie soll man es nennen, Baumwolle. Ja, sie haben unterstrichen, dass der große Unterschied darin liegt, dass die Mario-Titel ja immer auf Zeit gehen und diese sollen ja etwas gemütlicher sein, dass man sich die ganze Welt angucken kann. Es ist halt ein 2D-Titel wieder, wie eben Epic Yarn von Kirby. Hat mich ein bisschen beunruhigt, weil es für mich jetzt danach klingt, in Super Mario 3D World haben die jetzt auch bei 3D-Varianten wieder Zeitlimits eingeführt. Ich hoffe, die werden trotzdem noch normale 3D-Marios rausbringen, die nicht immer auf Zeit gehen, weil normale wie Mario N64, Super Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy, die hatten ja alle keine Zeitlimits. Mal bei einzelnen Aufgaben, aber in den einzelnen Leveln hatten die keine große Zeitlimits. Die reden von den klassischen 2D-Marios. Hoffe ich auch. Das ist halt auch ein 2D-Spiel. Ja. Was aber auch nicht explizit genannt wurde, was aber durchklang ist, fand ich, dass es wie auch das Kirby-Spiel wahrscheinlich wieder sehr leicht. Bei dem Kirby-Spiel kann man ja auch nicht sterben. Und sie haben, ich weiß nicht, sie haben es halt nicht eindeutig gesagt, aber ich fand, es kam rüber und ich erwarte auch, dass das jetzt auch in so eine Richtung gehen wird. Weil sie haben auch gesagt, dass das Erkunden sehr wichtig sein wird und man kann. Es wird wahrscheinlich ein relativ gechilltes Spiel, sag ich mal so. Sehr knuddelig, ja. Ja. Kann aber auch zu zweit gespielt werden. Und genau. Aber es ist optisch dann doch ziemlich stark. Und sagen. Diesmal soll es dann sogar quasi Koop-Elemente geben, wie zum Beispiel, dass der eine Yoshi den anderen Yoshi runterschlucken kann und dann quasi wie so eine Bazooka irgendwo hochschießt oder sowas. Der Titel hat sogar jetzt einen richtigen Namen bekommen. Das heißt jetzt Yoshi's Woolly World und kommt leider erst im Jahr 2015. Das habe ich über viele Spiele gedacht. Weil die meisten Spiele, die angekündigt wurden, kommen erst 2015. Das nächste Spiel habe ich erst verpasst, weil das Telefon klingelte. Da habe ich mir nach dem Trailer nochmal angeguckt, worüber handelt es sich. Du kannst es erklären, was es ist. Ja, bei Super Mario 3D World gab es jetzt öfter diese Level, in denen Toad ohne zu springen quasi diesen kleinen Block, den man drehen konnte, sich da so quasi Puzzle-Plattformläufer deine Sterne gesucht hat. Und dazu gibt es jetzt ein komplettes Spiel, das diese Idee aufgreift. Das heißt Toad Treasure Tracker, glaube ich. Captain Toad Treasure Tracker. Ja. Und man sollte halt Edelsteine und halt auch das normale Münzen und hat jetzt eben das ganze Ding zu einem kompletten Spiel aufgebläht. Sah aber ganz interessant aus. Die hatten auch ein paar neue Ideen mit drin. So dass zum Beispiel gab es dann auch solche Parcours, wo er in so einer Lore rumfährt und dann schießt man mit dem Gamepad, um diese Sachen einzusammeln. Insgesamt ist es aber halt eben diese Puzzle-Variante, immer wieder das Ding drehen, gucken, wie kann ich die Welt ein bisschen verschieben an manchen Stellen und wie komme ich dann mit Toad über den besten Weg zum Stern und kann zwischendurch noch diese
Diamanten da einsammeln und da halt wie, wie ein nettes Puzzlespiel für zwischendurch aus. Wir haben ja in dieser, wie heißt es, Nintendo Treehouse-Dingens, da haben sie ja die Spiele nochmal im Detail gezeigt. Das läuft ja jetzt gerade, während wir aufnehmen, alles noch. Da haben wir eben noch relativ viel dazu gesehen. Ja, macht viel. Er sieht auch relativ entspannt aus. So, sehr puzzellastig und wie hast du gesagt, es ist kein Jump'n'Run, es ist ein Run. Run. Ja. Dann hatten wir ganz fast schon irgendwie unspektakulär und wo alle dachten, also es wusste ja jeder quasi, dass es kommen würde und es hat wahrscheinlich auch jeder mit einem fetten Trailer gerechnet und es hat trotzdem quasi allen anderen Spielen der Messe die Show gestohlen mit einem einzigen Bild, nämlich Legend of Zelda. Das kam irgendwie einfach jetzt mittendrin in der Direct, wahrscheinlich weil sie keinen Trailer hatten. Der Herr Entwickler hat einfach halt ein Bild gezeigt, was quasi so eine sehr, sehr extrem weitläufige Landschaft zeigte, was jetzt schon die Runde macht im Internet, wo jetzt schon alle sagen, boah, sieht das geil aus. Ja, was kann man dazu sagen? Es wurde ja auch quasi angedeutet, dass es jetzt so in die Open-World-Schiene gehen soll, dass es halt sich von anderen Zeldas mal endlich distanzieren soll. Es wurde halt betont, dass die Zelda-Serie da ihren Anfang gehabt hat, dass man dann hier immer diese Quadrate hatte oder diese Vierecke, diese Bildschirme und man ist von einem Bildschirm ins nächste gekommen und hatte quasi dann so ein, ja, diese große Welt und die hätten dann bei 3D eher so Probleme mit der großen Welt gehabt, ja, und dann hat man ja quasi so diese Schlauchlevel im Sinne von hier aus geht man in diese Welt rein, hier hat man den Eingang, ja, und da hat man den Ausgang. Bei Wind Waker hat man es auf sehr viele, sehr kleine Inseln aus verstückelt, so verteilt. Jetzt hat man halt zum ersten Mal so eine richtig riesige, weitläufige Welt, was halt in diesem einen Bild schon demonstriert hat, was halt extrem gut aussah. Und da sah es erst schon nach einem realistischen Zelda aus, nach einem realistischen Look. Dann haben sie auch noch so zwei andere Bilder gezeigt und da hat man doch gesehen, da kam auch irgend so ein seltsames Monster, was auch irgendwelchen Laser abgeschossen hat oder so, war das, glaube ich, ne? Also es sah für mich ein bisschen... Dann hat man schon gesehen, es geht in die Richtung von Skyward Sword, von der Optik. Genau, ein bisschen so eine Mischung aus Skyward Sword und Wind Waker HD. Vielleicht, ja. Aber halt Charaktere sahen schon ein bisschen erwachsener aus, ja, und nicht so knuffig klein. Aber ich hätte im Vorfeld so eher was Twilight Princess-mäßiges, Ocarina of Time-mäßiges erwartet, aber da ich eher ein Fan von den bunten Zeldas bin, freut es mich persönlich doch. Ja, sie haben halt nochmal betont, dass sie insofern sich jetzt das Zelda-Gameplay ändert, dass man nicht mehr einen definierten Ein- und Ausgang hat, sondern dass man nicht den Weg jetzt ein bisschen selber suchen muss und dass teilweise den Weg, sich selber zu suchen, dann auch so eine Art von Puzzle ist, was dann anders sein wird. Wir haben ja bei dem 3DS-Part Link Between Worlds schon so ein bisschen an der üblichen Zelda-Formel geschraubt, sodass man so ein bisschen mehr freie Wahl hat, wie man vorgeht und so. Finde ich gut, dass Zelda eigentlich neue Impulse bekommt, weil das ist ja schon längst überfällig, so dieses Standardschema. Man geht in den Dungeon, findet ein Item und löst mit diesem Item dann alle Rätsel und besiegt alle Gegner damit, das ist längst überholt. Ja. Und das hat mich auch genervt. Aber es soll wohl einiges aufbrechen jetzt. Bemerkenswert war, dass der angebliche Link den wenigen Szenen, die man gesehen hat, keine grüne Kleidung trug. Ich war blau, das war ganz seltsam. Ja. Und er hat einen Zopf, oder? Weiß nicht. Kann sein. Hat er nicht sogar einen Zopf gehabt? Also sah man ganz anders aus. Schreibt es uns in die Kommentare. Nein, diesen Satz möchte ich nicht überstrapazieren, das ist eher ein Running Am besten Gag, möchtest du ihn gar nicht stapazieren, ja, und gar nicht benutzen. Danach ging es weiter mit einem der wenigen Titel für den 3DS, nämlich Nintendo Pokémon. Nintendo Pokémon, ja. Haben wir neulich schon mal eine Talkrunde drüber gehabt. Alpha Saphir und Omega Dingsda. Rubin, genau. Omega Dingsda erscheint am 21. November und viel mehr wurde auch nicht gezeigt. Es gab so einen Trailer, wo irgend so ein Junge in eine Höhle geht und da so und Malereien findet oder sowas, ne? Oder keine Ahnung. Das war erst ein richtiger Realplay-Trailer, wo man erst schon dachte, wow, jetzt kommt das große Neue. Dann war es im Endeffekt das. Und dann haben sie halt so diesmal einen mit richtigen Spielszenen von dem Spiel gezeigt. Sieht halt aus wie Pokémon X und Y vom Grafikstil her und von der Qualität her. Und es gab auch jetzt irgendwie schon Nachrichten, dass auch, wie wir schon vermutet hatten in unserer Talkrunde, dass es da jetzt auch so diese Mega-Entwicklung geben wird für diverse Pokémon. Ja. Und ja, wie schon gerade eben gesagt, eines der wenigen 3DS-Spiele. Mich wundert es, dass der 3DS, der ja für Nintendo die wesentlich erfolgreichere Plattform ist, dass der so arg vernachlässigt wurde. Also fast alles, was man gesehen hat, wandelte die Wii U, was mich natürlich persönlich freut. Aber ob das Sinn macht, weiß ich nicht. So, danach ging es weiter. Bayonetta 2. Da muss man erstmal sagen, dass das Spiel
später kommt, als ich dachte. Ich hätte es fast schon auf Juli getippt oder gehofft, weil ein Sommerloch vor der Tür steht. Es kommt tatsächlich erst im Oktober, aber positiv ist, es wird in der Ladensversion wird der komplette erste Teil auch mit dabei sein. Ob jetzt irgendwie optisch aufgearbeitet, weiß ich nicht. Vermutlich eher nicht. Im Hintergrund fängt Nintendo jetzt schon wieder mit irgendeinem Video an. Das Komische ist gerade, dass der Fernseher die ganze Zeit aus war und auf einmal springt er wieder an und zeigt jetzt Super Smash Bros. International. Ja, die NSA will, dass wir zugucken. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall, ja, Nintendo präsentiert jetzt auch live, während wir reden, immer noch irgendwelche Sachen. Auf jeden Fall Bayonetta 2 in der Download-Version, in der eShop-Version wird der erste Teil nicht dabei sein. Und sonst gab es halt jetzt noch ein paar Kampfszenen zu sehen. Und Bayonetta, was wir aber nicht so ganz verstanden haben, in einem Link-Kostüm und einem Samus-Kostüm. Ja. Das ist aber wohl irgendwie so ein nettes Gimmick. Ding. Das haben wir nicht verstanden. War das schon im Originalteil drin? Wahrscheinlich nicht. Weil das. Aber ansonsten waren es halt neue Gameplay-Szenen und so weiter und für Bayonetta-Fans sicherlich interessant. Ein anderes Spiel, wo ich auch gedacht habe, es kommt im Sommer, was nicht im Sommer kommt, ist... Hyrule Warriors. Ja, haben sie zwei nette Neuerungen angekündigt. A, es gibt nicht nur Link, sondern auch andere Charaktere, wie zum Beispiel Zelda und Midna und wie hieß die noch eine? Diese Zofe von Zelda aus... Impa, glaube ich, ne? Die ist auch mit drin und es gibt jetzt wohl sogar einen Koop-Modus. Gibt es definitiv. Wir haben ja eben in dem Treehouse of Horror, nein, wie hieß das, Nintendo Treehouse, im Hintergrund fängt ein Smash Bros. Turnier an, das auch interessant ist. Ja, habe ich dir nicht zugehört. Was? Was wollte ich sagen? Jetzt hab ich Treehouse den Faden of Horror. Ja, da haben sie eben noch ausführliche Gameplay-Szenen gezeigt. Hast du da noch irgendwelche neuen Eindrücke bekommen, weil ich hatte da eben keine Zeit, das zu gucken. Die haben halt ein bisschen was von Kontrollpunkten erzählt und dass es auch Bossgegner gibt und ja, ich habe jetzt Dynasty Warriors nie wirklich gespielt, so deswegen kann ich da nicht wenig zu sagen. Oh doch, ich mir ist aufgefallen, es gab dann teilweise so, dass man auch Schatzkisten dann finden konnte auf der Map und dann hat in dem Fall zum Beispiel Midna gerade gespielt, hat die Schatzkiste gefunden, hat den Greifhaken da gefunden und konnte sich jetzt zum Beispiel an fliegende Gegner ranziehen, um sie da fertig zu machen. Und also das ist dann schon, ja, es soll so die besten Elemente aus Dynasty Warriors und Zelda eben verbinden. Ja, ich wusste erst gar nicht, dass man also, man hat ja oben rechts auf dem Bildschirm so eine Map und man kämpft an verschiedenen Punkten mit verschiedenen Charakteren und muss halt auch so ein bisschen aufpassen und ein bisschen strategisch vorgehen. Ich dachte einfach, das wäre einfach so ein stumpfes Gekloppel nur und sieht doch besser aus, als man anfangs dachte. Es erscheint am 26. September, auch mindestens einen Monat später, als ich es eigentlich gedacht und gehofft hatte. Dann gab es nochmal ein Wii U-Spiel. Das sah sehr simpel auch optisch aus, weil es sich auch, denke ich mal, sehr an ein DS-Spiel anlehnt. Es hieß damals, in Deutschland hat es doch diesen völlig bekloppten Titel Power Malpinsel gehabt. Irgendwie Magic Brush hieß es auf Englisch. Also so ein Spiel, was man mit dem Stylus steuert, wo man quasi Kirby so die Wege malt, wo Kirby, also man malt so Kurven oder so Wege, wo Kirby dann drauf rumkullert. Das Spiel wird Kirby and the Rainbow Course heißen und 2015 für die Wii U erscheinen. Vielleicht, weiß nicht, könnte ich mir vorstellen, dass das auch einfach ein eShop-Spiel wird. Kann ich jetzt nichts weiter hinzufügen? Wurde auch nur eine Minute lang gezeigt. Danach kam ein Spiel, wo wir eben auch noch im Treehouse sehr viel Ausführliches zu gesehen haben. Xenoblade Chronicles X. So, Xenoblade Chronicles kam es jetzt schon für die Wii. Es wird langsam alter Hut, dass ich das sage, aber will ich noch spielen? Das sagst du zu jedem zweiten Spiel. Aber der Punkt ist dahinter, soweit ich das weiß, spielt ja Xenoblade Chronicles auf diesen beiden Giganten, die dann, worauf dann irgendwie die Welt gegründet ist und von wo aus man den zum anderen Giganten rübersehen kann. Und dementsprechend scheint sich jetzt Chronicles X, auch wenn es wieder vom Gameplay sehr ähnlich ist, was das Kampfsystem etc. angeht und auch vom Grafikstil her, der natürlich nur jetzt endlich richtig gescheit geil aussieht, beziehungsweise geil, also für View-Verhältnisse. Böse Zungen sagen, es sieht aus wie ein PS2-Spiel, da sage ich Bullshit, das sieht nicht aus wie ein PS2-Spiel, guckt mal, wie die PS2 aussah. Nein, es sieht schon wirklich hübsch aus, im Gegensatz zu Chronicles, das ist ja noch nicht so, also für die Wii. Das sah aus wie ein PS2-Spiel. Ja, so in der Art. Was ich aber sagen wollte, die Welt scheint jetzt eine ganz andere zu sein, denn sie haben es auch später in Treehouse noch ein bisschen vertieft, dass sie die Erde jetzt von Außerirdischen angegriffen wird und sie bauen Schläferschiffe und reisen zu einem anderen Planeten. Interessant an dieser Stelle war nämlich eben, dass man diese Schläferschiffe gesehen hat und auf einem dieser Schläferschiffe stand direkt dann so mit Flagge United States, daneben die USA-Flagge
Und dementsprechend scheint es schon auf unserer richtigen Welt zu basieren. Das heißt, basieren, sie fliegen ja von der richtigen Welt weg und kommen dann auf irgendeinen anderen Planeten. Wo es Dinosaurier gibt. Ja, riesige, gigantische Dinosaurier, die aber sehr außerirdisch aussehen. Sie haben einiges vom Treehouse hinterher dazu auch gezeigt und es sieht richtig cool aus. Und ja, im Trailer, den sie so gezeigt haben, es waren erstmal nur so Cutscenes. Während der Pressekonferenz hat man halt viel über die Mechs gesehen und dann wirkt das halt wirklich wie so ein ja, Anime zu spielen, eben vom Stil her. Ich muss sagen. Ja, aber nicht, dass es aussieht wie ein Anime gezeichnet, sondern nur von den typischen Mecha-Anime-Inhalten. Auch wenn ich auf Mechas gar nicht abfahre, muss ich sagen, es sieht hervorragend aus, es sieht super aus. Ich werde es mir definitiv kaufen. Den Wii-Part werde ich wohl nicht vorher spielen, weil es mir einfach zu lang dauert. Man muss ja nicht überall den Vorgänger von kennen. Es kommt 2015, das hatte ich auch getippt. Ich weiß jetzt nicht wann. Ich hoffe mal, es lässt sich nicht allzu viel Zeit. Wie gesagt, die schiebt mir alles weiter nach hinten, als es eigentlich erst angedacht wurde. Ich hoffe mal, dass es möglichst noch im ersten Quartal kommt. Es wäre ein schönes Spiel für Februar oder März. Man traut sich vielleicht noch nicht, es neben Smash Bros. Ein Weihnachtsgeschäft zu schicken. Weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall herausragend aus und werde es mir auf jeden Fall kaufen. Dann, das haben wir im Sony Talk schon angesprochen, das Gegenstück zu vielleicht Little Big Planet, der Mario Maker. Da gab es ja auch schon Gerüchte im Netz Tage vorher und die Gerüchte haben sich also wahr entpuppt. Ich hatte gedacht, das Spiel kommt für Wii U und 3DS, kommt aber dann doch nur für die Wii U. Ob eShop oder nicht, wissen wir nicht, aber ich denke mal, das ist ein Spiel, das manche Leute, wenn sie es im Mediamarkt im Regal sehen, auch direkt kaufen. Man hat ja bei den Mario Jump'n'Runs, die sich immer noch wie bekloppt verkaufen, oft den Eindruck, dass die einfach mit so einem Editor einfach zusammengewurstelt werden. Und genau diesen Editor bekommen wir jetzt mit dem Mario Maker. Wir können unsere eigenen Mario Jump'n'Runs bauen, sowohl in NES-Optik als auch in Wii U-Optik. Da kann man auch auf Knopfdruck wechseln, was ganz cool aussah. Ist die Frage, ob Nintendo dann selbst immer noch diese Mario Jump'n'Runs von der Stange raushaut oder ob sie dann denken, sollen die Leute das mal selber machen. Ja, ich glaube, Hintergründe waren einfach mal diese Standardlandschaft. Ich weiß nicht, ob es wahrscheinlich auch noch verschiedene Hintergründe sind. Das ist ja bei New Super Mario Bros. U auch. Die letzten New Super Mario Bros. Spiele, die wirken ja auch alle so dermaßen 0815-mäßig. Wie gesagt, dass man auch dachte, die haben sie in 5 Minuten mit irgendeinem Baukasten zusammengeklickt. Tja, aber mit dem Gamepad der Wii U lässt sich das sicher ganz gut machen mit dem Stylus auch. Kann man dann halt seine Röhren platzieren und Gegner und Goombas und Pilze und Fahne und Blöcke, ja, Fahne und etc. Genau. Als für die nächstes kreativen Leute, ich bin ja nicht so der Editor-Mensch, aber wird sich sicherlich sehr gut verkaufen. Genau. Als nächstes eine neue IP, Splatoon. Hat mich ein bisschen an The Blob erinnert, so ein bisschen. Dort Tintenfischmenschen. Seltsame Wesen. Tintenfischmenschen. Genau. Es ist ein Online-Shooter. 4 gegen 4, glaube ich, war das? Oder war es 8 gegen 8? Nee, ich meine 4 gegen 4. 4 gegen 4. Und zwar hat man immer diese Maps und man ist mit Tinte bewaffnet, wo man dann hinterher nach einer abgelaufenen Zeit so viel wie möglich von der Map mit seiner Farbe vollgespritzt haben muss. Ja. Während man spielt, kriegt man, glaube ich, immer so ein bisschen Tinte zurück. Und während man sich in den Tintenfisch verwandelt, kriegt man sogar noch ein bisschen mehr Tinte zurück. Außerdem kann man als Tintenfisch durch seine eigene markierten Tinte, die man überall versprüht hat oder verschossen hat, die kommt ja eher so wie aus dem Wasserwerfer raus, sich wesentlich schneller vorbewegen. Außerdem kann man sich jederzeit als Tintenfisch, quasi als Tintenfischrakete, zu einem seiner Teamkameraden hinzugesellen, indem man schneller rüber geschossen wird. Und man kann sich auch einfach verstecken in der eigenen Farbe. Ja, man kann da einfach so untertauchen. Man kann plötzlich auftauchen und neben dem Gegner auftauchen. Es wird halt so ein Multiplayer-Shooter. Sah mal ganz interessant aus, ist ein vollkommen neues Konzept. Ich muss aber auch sagen, im Treehouse hinterher, wie bei so manch anderen Sachen, haben die das absolut tot geredet. Ja, man dachte ja, da zeigen sie es im Detail, aber das haben sie zu sehr im Detail gezeigt. Ich meine, sowas wie Xenoblade, das kann man länger im Detail zeigen, weil da auch immer neue, spannende Sachen zu sehen sind. Hier war es einfach eine Stunde lang immer dasselbe. Es sieht kurzweilig aus, es sieht interessant aus, es ist lobenswert, dass Nintendo auch das Online-Gaming mal fördert. Ich hoffe, dass vielleicht auch das Online-System der Wii U dadurch nochmal durch irgendwelche Patches und Updates ein bisschen komfortabler gemacht wird, weil es immer noch eindeutig hinter dem Komfort. Es ist nicht so komfortabel wie bei Xbox oder so. Ich hoffe mal, dass da noch ein bisschen was dran gemacht wird. Es kommt 2015 für die Wii U und ich finde, mal
was, wo keiner sich, das hatte sich ja niemand auf der Rechnung, da gab es keine Gerüchte vorher drüber. Und ich dachte jetzt zu diesem Zeitpunkt, weil andere Sachen wurden ja im Vorfeld schon gespoilert. Ich dachte, als Platoon anfing, dachte ich, ja geil, die Direct geht jetzt vielleicht auch so lang wie die von Sony und Microsoft und wir sehen jetzt noch richtig viele Spiele, aber Pustekuchen, nach Splatoon war Feierabend. Ja, das war unglaublich. Das ist echt so, die einen haben es übertrieben und die haben nix. Also nicht nix, aber... Es gab ja vorher Gerüchte, dass es nur 30 Minuten gehen würde, jetzt ging es dann 45 Minuten. Wobei, nach Splatoon war noch nicht ganz Feierabend, wir kamen, wie gesagt, nochmal zurück zu Smash Bros. Aber auch da kam jetzt nicht der große Knüller am Ende, sondern eine neue weibliche Person... Ein neuer Charakter, den viele aber vielleicht gar nicht kennen. Genau, diese Göttin aus Kid Icarus. Palutena, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich bin nicht so der Kid Icarus Bewanderte, aber... Ja, war mit einem netten Anime gemacht. Da habe ich mich gefragt, da habe ich erst gedacht, hey, bringen sie jetzt auch einen Smash Bros. Film raus oder eine Serie oder gibt es in dem Spiel diese Comic-Szenen, diese Cartoon-Szenen? Das weiß man nicht, aber ich glaube, die haben es einfach nur mal, war eine andere Variante des... Ja. Des Ankündigungs-Trailers. Und ein neuer Charakter ist auch nicht so schlecht. Aber später im Treehouse haben sie noch drei quasi weitere Sachen angekündigt. Ich sag jetzt mal drei, obwohl das nicht ganz stimmt. Es ging dann direkt nahtlos in diese Treehouse-Show. Ich weiß gar nicht, warum es Treehouse hieß, wenn es ein ganz normales kleines Studio war. Es ging nahtlos über und von daher konnte man direkt weitergucken. Was gab es denn da für neue Ankündigungen? Genau. Und zwar das erste, das war halt nur so halb angekündigt, und zwar war das Star Fox. Das hat man nämlich nur so gesehen, wie Miyamoto es gespielt hat, haben sie aber extra unscharf gemacht, damit man es nicht erkennen konnte. Später haben sie dann, du hast ja etwas am Arm. Das ist eine Fluse. Ach so. Bedenkt mit, meine Damen und Herren. Ja, später haben sie dann nämlich auch gesagt, ja, es ist tatsächlich ein Star Fox Spiel. Das war jetzt auch das, was ich eben nachgeschaut habe, wo ich noch ein bisschen... Das ist die Frage. Es ist noch keine richtige offizielle Info darüber raus. Aber bei... jetzt habe ich es gerade... Hier, slashgear.com. Ja. Da schreiben sie so davon, als wäre es einfach nur ein Remake des N64s in aktueller Grafik und teilweise mit Bewegungssteuerung über das Pad. Und auch mit ein paar anderen kleinen Neuerungen oder so. Das ist jetzt auch die große Frage. Kommt ein neues Spiel wirklich? Oder kommt einfach der N64-Teil nochmal neu aufgelegt? Haben sie sich auch mal komplett drüber ausgeschwiegen. Haben nur gesagt, es kommt. Wir haben noch keine einzige Szene gesehen. Das war ja sogar im Vorfeld sogar schon gespoilert worden, weil irgendein Journalist aus England oder wo auch immer, keine Ahnung, ob der aus England kam, auf jeden Fall irgendein Journalist im Vorfeld einen Artikel schon rausgehauen, den er noch gar nicht raushauen durfte, wo man schon vorher wusste, dass Miyamoto an Star Fox und zwei anderen Wii U-Titeln arbeitet. Und da mussten wir uns dann Stunden noch rumschlagen mit diesem Treehouse, bis dann endlich Miyamoto kam. Und dann hat er diese beiden ominösen anderen Titel gezeigt, aber Star Fox wurde gar nicht gezeigt. Warum das denn? Warum wurde das denn nicht gezeigt? Ich habe keine Ahnung. Sonst hat er nur im Nebensatz erwähnt. Ja, und Star Fox. Ja, Star Fox. Aber diese beiden anderen Titel wurden gezeigt und die haben ja doch eher für nicht so... Also an sich hat Nintendo fast schon die E3 gewonnen, wenn ich mal in unabhängige oder neutrale Foren gucke, wo sowohl Sony als auch Microsoft als auch Nintendo Fans drin sind, dann in den Umfragen ist Nintendo teilweise schon vorne. Allein das Zelda-Bild hat halt viele mit offenem Mund dagelassen. Aber diese beiden Miyamoto-Projekte, die sind nicht so positiv angekommen. Ja, weil sie so klein aussehen. Ich will noch eins kurz dazwischen schießen, und zwar haben sie noch kurz den neuen Trailer, obwohl der auch wieder nicht da kam, während der Präsentation, auch nicht während Treehouse. Die haben es nur kurz angesprochen und später kommt man sich so aus dem Netz fischen. Zu Mario Party 10. Da wäre ich gleich noch zugekommen, aber ja gut, dann machen wir... Weil es kurz vorher angesprochen hat, bevor sie die anderen beiden Titel dann gezeigt haben. Kommen wir zu den komischen Miyamoto-Spielen am Ende. Genau. Mario Party 10, ich muss zugeben, von der Grafik war ich ein bisschen enttäuscht. Ich kann nicht so drauf gar nicht. Kann aber auch sein, dass ich das jetzt nur ein bisschen überbewerte. Und zwar sah es einfach nicht so toll aus wie auf Mario 3D World oder sowas. Das erinnerte mich teilweise eher ein bisschen an die Wii-Grafik, aber wahrscheinlich... muss man das jetzt nicht beachten, was ich sage, und es sah halt wahrscheinlich gar nicht so schlimm aus. Ich es sah so aus, als würde es wieder das Konzept von Mario Party 9 aufgreifen, wo alle in so einem Wagen sitzen. Oder so. Genau, aber es gibt eine neue interessante Änderung, und das ist 4 gegen 1, wie es bei der Wii U oft der Fall ist, derjenige mit dem Gamepad spielt gegen die anderen und er ist Bowser, und das Lustige ist, man spielt halt auch quasi die Minispiele jetzt, also der tritt da in den Minispielen, so sah es zumindest aus, oft gegen die anderen an. Und Bowser ist ja seit jeher so der MVP von Mario Party, wenn er wirklich böse sein darf.
wo du ja schon öfters, glaube ich, sagtest, dass er das in den letzten Teilen nicht mehr war, oder? Ja, und jetzt kann man ja quasi selbst ja zu machen. Kann man ihn selber spielen. Ich bin mal gespannt, wie man die anderen Spieler dann ärgern kann. Komplett, so wie ich das gerade verstanden habe, oder so wie es ein bisschen aussah, komplett den Computer raus, wenn man halt zu viert ist, das heißt im Sinne von... Zu fünft ist. Das heißt, man hat diese vier menschlichen Spieler und halt die ganzen Mini-Spiele ist dann halt irgendwie Bowser dazwischen und egal was passiert, wenn einem die Plattformen unter den Füßen weggeschlagen werden oder sonst was, dann ist es halt irgendwie Bowser, der dann oder der fünfte Spieler eben, der das Ganze steuert und irgendwie in den Minispielen versucht, die anderen wegzuhauen und halt quasi vier gegen einen. Natürlich werden wahrscheinlich die vier trotzdem noch versuchen, untereinander die Sterne zu schnappen, damit sie gewinnen, aber erstmal müssen sie halt irgendwie gegen den Bowser-Spieler bestehen. Ich weiß nicht, ob es dann eventuell sogar die Möglichkeit gibt, dass der Bowser-Spieler die vier besiegt. Das wäre auch eine ganz coole Variante. Aber Mario Party ist zumindest eine, ja, von den Verkaufszahlen eine extrem erfolgreiche Reihe, die ist sogar viel erfolgreicher, als ich es nachvollziehen kann, weil so der Riesen-Fan war ich in den letzten Jahren davon nicht mehr, aber ich habe jetzt das schon jahrelang nicht mehr gespielt, von daher kann man sich das sicher mal geben. Mario ist allgegenwärtig. Ein anderes Spiel, was in der Direct nicht gezeigt wurde und was dann per Trailer extra nachgeliefert wurde, ist Mario vs. Donkey Kong für Wii U. Ob eShop oder nicht, wissen wir nicht. War ja als Demo vor ein paar Monaten schon mal irgendwo gezeigt worden. Jetzt ist da ein richtiges Spiel raus geworden. Und es bietet, wie zum Beispiel dieser Mario Maker, auch so einen extra Editor für Levels. Und dieser Editor sah von der Aufmachung auch genauso aus wie der Mario Maker. Und ja, ist eine ganz nettes Geschicklichkeitsspiel, sicher, oder was meinst du? Ja. Sah ganz lustig aus. Mit mehreren Charakteren ist auch dabei und sah ganz nett aus. Kommen wir dann wirklich direkt mal, weil sonst war eigentlich nichts mehr Besonderes. Was heißt Besonderes? Es gab noch ein, zwei Kleinigkeiten. Wolltest du jetzt schon zu diesem komischen Miyamoto-Spiel? Ja, genau, eigentlich schon. Wir haben noch ein Spiel, was sogar mal von der Third Party ist, nämlich Devil's Third von Itagaki. Das Spiel war von THQ. THQ ging pleite. Das Projekt lag jetzt irgendwie wahrscheinlich ein paar Monate dann auf der Müllhalde und keiner hat sich darum gekümmert. Nintendo finanziert es jetzt quasi und es kommt exklusiv für die Wii U. Und es gab sogar einen neuen Trailer, den haben wir uns jetzt noch gar nicht angeguckt. Wir hatten nur so einen alten Trailer gesehen, sah sehr blutig aus, aber auch nicht so ganz, sah aus wie ein Spiel, was sich nicht so ganz ernst genommen hat, aber sicher ganz nett, auch mal ein Third-Party-Spiel zu haben. Dann gab es noch ein neues Art Academy-Dingens, was daran jetzt so besonders ist, hat sich mir jetzt nicht erschlossen, aber warum nicht, und der GameCube-Adapter wird $20 kosten und das war's, und dann kommen wir zu den angesprochenen, in Anführungsstrichen, komischen Miyamoto-Spielen. Wir können natürlich noch für den 3DS kurz erwähnen, dass Fantasy Life kommt und Shin Megami Tensei 4 im eShop. Ja. Jetzt endlich zu Miyamoto. Während im Hintergrund Smash Bros. Turniere laufen. Das erste Spiel war Projekt... Wie heißt das Projekt? Roboter? Keine Ahnung. Projekt Power Ranger. Ja, so eine Art. Such du mal eben kurz raus, wie das heißt. Ich erzähle schon mal kurz was darüber. Und zwar dieses Projekt... es steckt, glaube ich, noch relativ in den Kinderschuhen. Man konnte noch nicht viel sehen, außer dass man eben so einen Roboter hat, der gegen andere riesige... hochhaushohe Roboter kämpft oder gestalten Monster. Project Giant Robot. Sag ich doch. Project Giant Robot. Ja, quasi. Und man muss sie halt einfach umhauen. Wer als erster auf dem Boden liegt, hat verloren. Multiplayer-Modus, keine Ahnung, wurde erstmal nur gegen PC gezeigt. Multiplayer-Modus ist halt fraglich, weil man bisher ja an einer Wii U bisher nur eins der Gamepads nutzen kann. Und das Spiel steuert sich halt dadurch, dass man das Gamepad hält und man sieht durch das Gamepad quasi auf dem Bildschirm des Gamepads, als würde man durch das Cockpit von dem Roboter gucken, und mit den Sticks bewegt man dann seine Arme und mit den Bewegungen. Und für einen Multiplayer-Modus, der nicht online stattfindet, für einen lokalen, bräuchte man ja mal endlich die Option, zwei Gamepads an einer Konsole nutzen zu können, was eh überfällig ist. Die sollten auch separat verkauft werden, mal endlich. Ja, aber zu dem Spiel, was kann man dazu sagen? Es sah halt wirklich extrem nach Kinderschuhen aus, weil es a, grafisch ziemlich unschön aussah, und spielerisch fand ich es auch, haben sie auch so erklärt, sie haben es ja selbst mit Sumo-Ringen verglichen, also man muss sich einfach auf den Boden befördern, beziehungsweise ja, beim Sumo-Ring muss man sich ja nicht auf den Boden befördern, so ähnlich, es sah sehr undynamisch aus. Ja, sehr träge aus. Man muss halt viel darauf achten, das Gleichgewicht zu behalten, so hat es wohl auch seinen Sinn, wenn man sich nach vorne beugt, dass man dann seinen Schwerpunkt halt verlagert und dann nicht so schnell umgeworfen werden kann. Dafür dann aber auch nicht gerade so beweglich ist und direkt angreifen kann. In der Version, die sie jetzt hatten, konnte man, glaube ich, nur schlagen, aber auch in späteren Versionen soll man auch treten können
Und man muss halt mal gucken, was daraus wird. War das das Spiel, wo sie meinten, das wollten sie eigentlich auf dem N64 schon entwickeln? Nein, hatten das aber nicht die. Das andere. Das war das andere, okay. Gut. Aber ja, es wird sicher, wenn es rauskommt, irgendwann besser aussehen und bestimmt auch spielerisch diverse Modi bieten und was. Und das war jetzt sicher eine bessere Tech-Demo nur oder eine schlechtere Tech-Demo. Aber ist die Frage, ob man sich den Gefallen tut, sowas zu präsentieren, weil die meisten Leute da jetzt natürlich direkt verbal drauf scheißen und sagen, dass es total kacke aussah. Ja. Dann hatten wir Project Guard, hieß das andere. Das war, da haben sie gesagt, dass die Idee hätten sie zumindest schon in N64 Tagen gehabt, aber hätten es damals technisch nicht umsetzen können, wobei es jetzt technisch auch nicht so beeindruckend aussah. Das basiert darauf, man hat auf seinem Bildschirm 12, glaube ich, Kameras, die in einem Level, in so einem labyrinthartigen Level platziert sind, wo in der Mitte irgendwas ist, man muss quasi das Energiereaktor. In der Mitte ist irgendein Reaktor, den man beschützen muss. Es kommen von allen Seiten irgendwelche Roboter, die auch teilweise ganz skurril aussehen. Teilweise sehen die aus wie dieser Rob, den man ja auch aus Smash Bros. Kennt, oder irgendwelche komischen Vogelroboter, die ziemlich bescheuert aussahen, war fand ich lustig. Und man kann halt diese 12 Kameras anwählen und dann auch mit den Kameras schießen und man muss quasi halt, es ist Wie sagtest du eben, kein Tower Defense, ein Camera Defense Spiel? Ja, so in der Art. Ja, sah jetzt aber grafisch auch relativ unspektakulär, so auch als Idee. Es wirkte jetzt nicht wie ein Vollpreisspiel, es wirkte für mich eher wie ein eShop-Spiel, wobei ich sagen muss, es hat für mich, so blöd es irgendwie aussah, es sah für mich spaßig aus und es war was, wo ich mir direkt dachte, boah, das würde ich auch mal ganz gern selbst spielen. Nur für die meisten Leute war es natürlich auch eher ernüchternd, weil beim Namen wenn man hört Miyamoto hat zwei neue Projekte am Start, dann denkt man direkt an das nächste bahnbrechende Spiel, was die Menschheitsgeschichte verändern wird, und dann kommen da zwei so gurkig aussehende Tech-Demos daher. Also Miyamoto hat eben schon, wenn ich mal ins Netz geguckt habe, ein bisschen Spott sich anhören müssen, wenn er es sich durch... er wird es ja nicht gelesen haben selber, aber er wurde schon ziemlich ein bisschen verarscht wegen den Spielen. Was wir noch nicht erwähnt haben, ist ein ganz interessantes Prinzip an diesem Project Guard. Und zwar ist es wohl alleine so gut wie gar nicht spielbar. Der Punkt ist nämlich, weil man diese 12 Kameras hat, auf die man gucken muss, eignet es sich eher als Koop-Spiel im Sinne von nicht einem klassischen Koop-Spiel, wo mehrere Leute sich jetzt treffen, das zu spielen, sondern eher der Spieler spielt das und hat vielleicht noch seine Familie oder so um sich herum, wie das eben bei Japanern ganz gern großgeschrieben wird. Und die können ihm da ein bisschen helfen, indem sie ihm eben die Kameras ansagen. Ja, so im Sinne, guck jetzt auf Kamera 13. 13 gibt es ja, glaube ich, gar nicht, 12 oder so. Guck jetzt 7, guck jetzt 6. Das heißt, einer oder andere Zuschauer quasi können auf dem Fernseher dann die Kameras im Überblick behalten und ihm sagen, auf welche er wechseln soll, wo gerade Roboter auftauchen. Und man muss dann halt eben selbst sich in die Kamera einloggen und von da aus schießen. Kann auch vor dem Spiel noch entscheiden, wo man seine Kameras platziert und sich hinterher auch angucken, wo ist der Roboter durchgekommen, wo kann ich jetzt noch meine Kameras tauschen, um da besser zu kommen, und so wird man dann auch verschiedene Level haben etc. und könnte noch was werden, aber sieht doch eher nach Download-Spiel aus. Ja, denke ich mir auch, wobei ich auch denke, dass es das halt auch noch eine sehr frühe Version wahrscheinlich ist, die dann letztendlich grafisch wesentlich besser aussehen wird und vielleicht auch diverse Modi bieten wird, wobei einer dieser Produzenten oder was auch immer, oder Moderatoren hat auch irgend so einen blöden Spruch eben gesagt, das warst du doch irgendwie, hab ich gar nicht mitbekommen, dass er meinte, ja, man könnte ja noch vieles ändern, indem man zum Beispiel Sticker auf die Roboter klebt. Oder irgendwie sowas. Ja, ich weiß es gar nicht genau, ob das was ist, was sie schon, es klang wie etwas, dass sie fest in Planung haben, dass man die später noch individualisieren kann, die Roboter, gegen die man kämpft, damit sie fieser aussehen oder sowas, und irgendwie Sticker draufkleben, das hat er wirklich gesagt. Meint er das ernst? Ja, das ist lang wirklich wie so eine Sache, dass wir das machen. Das natürlich, ehrlich gesagt, würde komm, das bei, ganze Spiel auf den Kopf stellen. Bei Smash Bros. Haben die ja auch Sticker und so weiter, die man deinen Charakter mit Stickern ausrüsten kann, damit er dann stärker wird und so weiter. Und ich weiß nicht, ob das sowas wird. Oder bei Mario 3D World haben sie jetzt überall Sticker fürs Miiverse und Sticker, oder bei Paper Mario Sticker Star etc. Also Sticker sind ja schon so ein Ding, was die bei Nintendo anscheinend echt super toll finden. Und ja, ja, gut. Gucken wir mal, was dann daraus wird und wann die mal endlich was zu Star Fox sagen, gescheit und präsentieren. Also vielleicht kommt ja noch was. Fest davon hier ausgegangen, dass die uns das zeigen. Naja, haben wir was vergessen noch? Das war jetzt auch ein bisschen unkoordiniert, weil Nintendo selbst uns verwirrt hat mit der Art und Weise der Präsentation. Das fand ich auch ehrlich gesagt nicht gut. Die einen hatten zu viel und Nintendo, also wenn sie es einfach gesagt hätten, komm, wir hauen jetzt mal alles raus und später kann man sich dann das und das noch im Detail angucken, wäre es okay gewesen.
Aber dass sie jetzt bei manchen Sachen gedacht haben, ja, die geben wir erst gar nicht an und die könnt ihr euch dann später erst angucken. Wobei, fand ich das war jetzt aber auch nicht so viel. War nicht viel, aber... Es waren zwei, drei Spiele und zwei, drei Spiele hatten sie in den vergangenen Jahren auch immer schon aus der Direct rausgelassen. Besonders, weil ich jetzt echt scheiße fand von Nintendo, das fand ich echt mies, war die Stelle, als halt sie in mit einer der letzten Szenen von der Direct oder der Digital Event, wie sie es auch immer genannt haben, Miyamoto gezeigt haben, wie er halt ein bisschen Star Fox gespielt hat, wobei man da nicht genau sehen konnte, man konnte, was halt alles ein bisschen verschwommen dargestellt wurde, was er da genau spielt, damit man es nicht so direkt sehen konnte. Ich wusste zu den Zeiten ja schon, dass es Star Fox ist, weil ich den Spoiler kannte. Auch sofort erkannt, weil es war eindeutig, dass er da mit dem Flieger rumfliegt und auf jeden Fall stand da oben rechts auf einer Ecke genaueres um 5 oder see more at 12:40 PM. Ja, wurde man schon bis ein paar Stunden hingehalten und dann hat das Star Fox gezeigt. Und ja, dann sagt er zwischendurch mal so ein Nebensatz, ja, es ist Star Fox. Und mehr kommt da nicht. Und, aber zeigen die es nicht vielleicht noch, diese ganze vielleicht, ja. Das weiß man ja eben nicht. Das ja, diese Treehouse-Geschichte, die zieht sich ja jetzt, glaube ich, wahrscheinlich noch über den ganzen Mittwoch. Keine Ahnung, jetzt wie gesagt, im Hintergrund spielen jetzt Smash Bros. Im Turnier, das werde ich mir gleich auch noch ein bisschen angucken, mitten in der Nacht. Die haben ja gesagt, das läuft jetzt nonstop und man sollte am besten gar nicht ausschalten. Das finde ich ja echt so ein bisschen... Ja, dann haben sie aber... Ist ja ganz nett, aber ich hätte jetzt gerne mal auf einen Punkt die ganzen Infos gehabt und dann... Also das Wesentliche war schon in der Direct drin. Ich überlege gerade, ob wir noch was vergessen haben. Und zwar haben wir ja diese NFC-Figuren, die sie bei Smash Bros. Präsentiert haben, wird es auch bei Mario Kart 8 und zum Beispiel Mario Party geben und wahrscheinlich auch noch bei vielen anderen. Und ich habe, wie ich es verstanden habe, werden auch diese Skylanders und Disney Infinity-Spiele so quasi exklusiv da irgendwie mit interagieren können. Wie es bei den Spielen funktionieren soll, kann ich mir noch viel weniger vorstellen. Bei Smash Bros. Haben sie es jetzt einigermaßen erläutern können, wobei man auch erst paar Anläufe braucht, um es zu verstehen, aber... Wobei dann die Frage eben auch ist, die man sich stellen sollte, ob sie bei Mario Kart das nutzen, um neue Fahrer hinzuzufügen, oder ob die vielleicht, was mir gerade so der Gedanke kommt, das genauso nutzen wie bei Smash Bros. Und quasi, dass man so ein Kart hat, dass man so quasi individuelle Gegner hat, gegen die man fährt. Das könnte ja auch sein. Ja... Dass es halt gar kein zusätzlicher Charakter ist unbedingt, sondern dass man halt so ein Mario draufsetzen kann und da vielleicht mal einstellen kann, welches Kart er jetzt genau fährt und dieser dann auch gegen dich besser und besser wird und man halt eher so einen individuelleren Gegner hat als die Standard-Computer-Gegner. Ja, kann es natürlich. Wäre möglich. Ich sag mal, bei Skylanders und so ist es ja im Prinzip auch nur tragbarer physikalischer Download-Content, so, dass man sich da neue Levels freischaltet, die eigentlich schon im Spiel drin sind. Wobei Skylanders man sich eigentlich auch denkt, wer kauft sowas, aber es verkauft sich wie bekloppt. Von daher, Nintendo denkt sich wohl, das ist eine einfache Art und Weise, Geld zu machen. Und ich lese jetzt im Netz auch schon direkt Leute, die haben ja von Smash Bros. Direkt diverse verschiedene Figuren gezeigt, die alle sagen, oh, die baue ich alle, die muss ich mir alle ins Regal stellen, das sieht super aus im Regal und bla bla bla. Und die Figuren werden nur bestimmt mindestens 10 Euro pro Stück kosten, deswegen, wenn nicht 20. Ist das von Nintendo mit Sicherheit als absolute Geldmacherei kalkuliert. Und das wird da wahrscheinlich auch funktionieren. Ja. Ich glaube, damit sind wir am Ende. Ja. Ich verabschiede mich. Ja. Vielleicht gibt es noch ein paar Highlights, aber das werden wir sehen. Wir beenden jetzt. Wir haben jetzt alle 5 PKs am Stück kommentiert und gucken, wie wir die jetzt auf YouTube kriegen. Tschüss, bis dann. Adios. Cheerio.